Und jetzt Werner, der Schrecken der Landstraße, der Albtraum des TÜV. Oder was? Tach, Leute, die haben neulich in der Zeitung geschrieben, dass ich eine Kultfigur bin. So ein Quatsch, ne? Wenn hier ein Kult macht, dann ist es Horst mit seinem Lanz. Oder was meinst du, Horst, ne? Jo. Kult. Kiel Ringstraße. Hier in Holgis Club, Werners Stammkneipe, treffen sich Werners Freunde Hörni und Kalli und natürlich Werners Zeichner Brösel. So entstehen die Dinge, ne? Dann macht Peter, gib mal einen Block rüber. Oder ist hier etwa Werner leibhaftig? Werner macht Faxen. Also die Ideen für meine Geschichten, die entstehen meistens in Kneipen. Da wird dann auf so Blöcken das festgehalten, damit man das nicht vergisst. Dann wird das zu Hause in den Schrank gelegt und irgendwann wird das mal rausgeholt und dann denkt man, aha, das ist ja ganz gut. Das können wir verhaften oder das können wir wegschmeißen oder irgendwie so, ne? So funktioniert das. Herr Ober, einmal Pommes mit Mayo. Aber zack, zack. Ja, gemalt habe ich eigentlich schon früher während meiner Schulzeit. Da sind auch schon Comic-Geschichten entstanden, die meinen Klassenkameraden gefallen haben. Und also ganz im Gegensatz zu den Lehrern. Also was malt der denn da wieder für einen Quatsch oder was? In der Berufsschule habe ich im Fachzeichen eine 4 gehabt. Werner ist schlecht. Weil ich mit Namen, also man hat ja mehr Namen und einen Namen, also mein Opa hieß Werner und ich heiße eben auch nochmal einen zweiten Namen, auch Werner. Und da haben wir den Namen eigentlich einfach genommen, ne? Weil der irgendwie, das heißt ja fast jeder Werner. Ich habe gedacht, da identifizieren sie sich alle mit und der ist auch lustig. Werner, finde ich gut. Was Werner wohl selber so recht nicht kapiert, wieso bis jetzt über 1 Million Leute seine Bücher gekauft und gelesen haben. Und das, obwohl er sich mit nichts anderem beschäftigt als mit seiner Schüssel, seiner Flasche Bier und natürlich mit seinen speziellen Freunden. Moin, Jungs! Tag, Werner! Na, und wie seid ihr denn mit euren Taucherwitzen vorangekommen? Ja, ganz gut soweit. Hier, Werner, haben wir alles selber gemacht. Na, den lass doch mal sehen. Ein Freund von mir hat diese Sachen an mich rangetragen. Also wir treffen uns ab und zu mal. Und er meinte, er hat mal einen Tag so am See gestanden und hat diese Viecher beobachtet. Und ist er darauf irgendwie gekommen, dass man vielleicht doch mal diese Dinge zeichnen könnte und meint dann, guck mal hier, ich hab was. Und dann kommt er mit diesem Zettel an und sagt, hier, guck mal, was ich gemalt habe. Ein Taucher, der nichts taucht, taucht nichts. Und das fand ich unheimlich witzig. Haben wir zusammen gesessen, abends noch ein bisschen, ein paar Bier abgepumpt und dann ein Taucher wird nach dem anderen gerissen. Und da sind diese Geschichten ebenso entstanden. Der Bundesgesundheitsminister. Tauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Der See enthält 125 Kilogramm Brom und 198 Kilogramm Quecksilber. Wir müssen uns das Tauchen wohl abgewöhnen. Taucherbein. Der See ist zu flach. Ja, genau wie der Witz. Und hier Brösel als Werner. Mit der alten Horex und in der Lederkombi. Und was verboten, ohne Helm. Der tödliche Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Warum Werner jetzt mit diesem Ding rumkajolt oder was? Das ist, weil es eine tolle Maschine ist, weil es ein Einzylinder ist. Das ist erstmal schon das Erste. An jedem Baum eine Zündung, könnte man sagen. Und das macht unheimlich Spaß, mit so einem Ding durch die Gegend zu gurken. Wenn man so den ganzen Schrott betrachtet, was es heute alles gibt, so die Japaner, was die so herstellen, 6 Zylinder in Reihe und wassergekühlt und was weiß ich nicht alles und Güllepumpen und was die all für einen Schrott bauen, da hat man überhaupt keinen
keinen Bezug zu. Also, es ist nicht Werners Ding, würde ich sagen. Wie ihr ja alle wisst, fährt Werner ja Horrex. Das kann man ja aus den Büchern erkennen. Und ich sitze hier gerade auf einer Maschine, die wir für Werner zugeschneidert haben. Wir haben aus einer Original-Horrex haben wir den Rahmen abgeschnitten, ein wenig verlängert hier hinten, um 20 cm, dass die ganze Maschine auch ein wenig tiefer kommt. Man kann es ja an dieser Sitzposition sehen, dass man hier ziemlich tief auf diesem Ding sitzt und es ist ein unheimlich angenehmes Fahrgefühl. Wenn man die Fußrasten hier vorne betrachtet, man sitzt nicht mehr so verkrampft und drauf und man sitzt tief und locker und freut sich seines Lebens. Da kommt einer mit so einem Koppermotorrad. Den knöpfen wir uns mal vor. Halt! Verkehrskontrolle! Na, das sieht mir ja alles sehr abenteuerlich aus. Da ist doch was faul. Zeigen Sie mir doch mal die Fahrzeugpapiere. Da wollen wir doch mal sehen, ob das auch alles seine Richtigkeit hat. Da, die Reifen. Da gehören vorn wie hinten 3,25-19er rein. Und was sind das hier? 5,0 und 3,021. Ja und? Hinten zu breit und vorn zu dünn. Grund genug, die Karre aus dem Verkehr zu ziehen. So was muss eingetragen sein. Und euch? Warum hat man euch noch nicht stillgelegt? Wie kommen Sie darauf? Ja, einer zu breit und der andere zu dünn. Ich wette, das ist in euren Ausweisen auch nicht eingetragen. Nun werden Sie mal nicht frech. So was zieht bei uns nicht. Ihr? Die Reifenabdeckung ist viel zu hoch. So besser. Ah! Wieder hoch, Mann. Machen Sie das wieder hoch. Wenn Sie meinen. Helmut, miss mal den Lenker aus. Und da, die Fußrasten. Die gehören weiter nach hinten. Wo ihr gerade dabei seid, könnt ihr schon mal euren Gehirninhalt ausmessen. Was maßen Sie sich an? Du willst Ärger, Sportsfreund? Den kannst du haben. Hier, fangen wir mal mit dem Luftfilter an. Also erstens, Luftfilter offen. Herr Wachtelmeister, darf ich mal was fragen? Was ist? Was meinen Sie, was so ein Luftfilter wohl für einen Zweck hat? Dumme Frage. Die Luftfilter natürlich. Richtig. Der Kandidat erhält 2 Punkte. Und was ist, wenn der Luftfilter zu ist? Ganz einfach. Er filtert keine Luft. Wenn er Luft filtern soll, muss er denn ja offen sein. Na klar. Denn verstehe ich nur nicht, was Sie da für einen Schwachsinn aufschreiben. Sonst alles klar. Und was ist das da für ein Auspuff? Eigenbau. Der ist bestimmt völlig los. Ganz schön warm, wa? Ich werde Ihre Dreckskarre stilllegen. Los, anmachen. Wir machen mal eine Geräuschmessung. So zaghaft, Mann. Gib Gas. Zufrieden? Oder willst du noch mal hören? Na, wie viel Phon ist es denn? Ha! Jetzt hab ich dich, Bürschchen. Da, Öl, Öl, da leckt Öl raus. Damit kommst du mir nicht durch. Das muss so sein. Wieso? Na, weil das ein Auslaufmodell ist, Mann. Ich fahr den mal. Udo, Feierabend. Das ist ganz einfach, da muss man nicht drauf kommen, das muss man erleben. Das habe ich auch öfters gehabt, dass ich mit meinem Motorrad in Polizeikontrollen gekommen bin. Ich habe in meinen ganzen Jahren, wo ich schon Motorrad fahre, mal 33 Punkte gesammelt und es war knapp davor, dass mir der Führerschein entzogen wurde. Den war ich dann auch ein Jahr los, aber dann habe ich ihn wiederbekommen. Ich habe sehr viel Ärger gehabt, nur wegen Sachen, also nicht wegen betrunken fahren oder wegen zu schnell fahren oder sonstige Sachen, sondern nur, weil ich meine Maschinen so umgebaut habe, wie ich sie gerne haben wollte. Das habt ihr ja eben auch gesehen an dem Ding, wo ich drauf gesessen habe. So ein ähnliches Motorrad habe ich auch schon gefahren mit einem breiten Hinterreifen. Dann bin ich in diese Polizeikontrolle gekommen. Und warum kommen in Brösels Comics so wenig Frauen vor? Wieso kommen da wenig Frauen vor? Also ich glaube, weil Frauen
weil Frauen nicht witzig sind. Weil sie, das stimmt, du kannst, Frauen kriegen, sind einfach nicht witzig, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Die haben für mich nicht den Humor, also wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau Werners Rolle einnehmen sollte. Jetzt haben wir aber genug abgepumpt. Hauen wir uns mal eine Sonne aufs Ohr. Ja, das ist gut. Ja, warum Frauen nicht witzig sind, also ich glaube, dass wenn ich dieses mit Frauen zeichnen würde, Witze, stell dir mal, was ich so für Themen habe. Zum Beispiel auf der Baustelle, blau auf dem Bau. Das sind alles Männer und Männer können so schön tollpatschig und dumm sein. Und das kommt bei Frauen eben nicht so an, oder nicht?